Heute ist mal wieder alles anders, denn ihr seid hier bei mir. Ich bin's, Gabrielle, und heute dreht sich alles nur um mich. Falls ihr vergessen habt, wer ich bin, ich war der erste Freund von Emma. Kennengelernt haben wir uns damals in Mount Komorebi, aber funktioniert hat das zwischen uns leider nicht. Aber dafür gingen drei wundervolle Kinder aus dieser Beziehung hervor: Daisy, Ivy und Violet. Wie dir sicher schon aufgefallen ist, ich lebe nicht bei ihnen in Hanford und Bagley. Ich wohne hier, in dieser kleinen Wohnung in San Myshuno. Und du bist ganz sicher meiner Meinung, wenn ich sage, es ist Zeit, dass ich mein Leben auf die Reihe bekomme. Hallo, ich bin Eljenyx und das ist der 28. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Wie dir im Intro sicher schon aufgefallen ist, heute dreht sich alles um unseren lieben Gabrielle. Übrigens, das ist kein ganz normales Video von mir, sondern das ist ein Zusammenschnitt aus meinem 10-Stunden-Stream auf Twitch. Auf jeden Fall werden wir heute mit unserem Gabrielle weiterspielen und einfach schauen, dass er sein Leben auf die Reihe kriegt. Aber dann starten wir jetzt am besten gleich in den Part hinein. Wir spielen gerade ein Szenario, okay, er geht, mit unserem Gabrielle aus der 100 Baby Challenge. Und ja, wir haben das äußerst vielseitig Szenario, das irgendwie... Ich weiß nicht, ob das schon alles ist. Ich habe noch nie ein Szenario gespielt. Wir haben 7 Uhr früh, dann kann er sich mal Frühstück machen und dann werden wir gleich weiter Gitarre üben. Macht der Grillkäse wie im Intro-Video, das ist sehr, sehr gut. Level 4 auf einem Instrument erreichen. Eine Stunde ein Instrument spielen, wenn man inspiriert ist. Wie wird man nochmal inspiriert? Aber okay, geh zuerst mal auf die Toilette und dann könntest du deine Tochter anrufen, einfach mit ihr plaudern. Wow, er sitzt auf der Toilette und telefoniert. Was ist das? Wie bekomme ich ihn inspiriert? Ich glaube, wenn er die Wolken ansieht, wird er inspiriert. Dann mach das mal. Geh mal daher. In die Wolken schauen. Okay. Er ist inspiriert. Dann spiel gleich mal ein inspiriertes Lied. Okay, perfekt. Wir haben das Szenario schon abgeschlossen. Das ging viel schneller als gedacht. Gut, wir haben das Szenario jetzt schon abgeschlossen. Das war gar nicht so, wie soll ich sagen, ereignisreich, wie ich gedacht habe. Aber gut, dann will ich ihm jetzt noch eine Freundin suchen. Ich sehe ihn irgendwie trotzdem eher mit einer Frau. Ich weiß nicht warum. Meine meisten Sims sind eigentlich immer pansexuell, aber ich glaube eher, dass er hetero ist. Ich weiß nicht wieso. Okay, probieren wir mal Sim da aus. Ich weiß gar nicht, ob die App, also ob der Mod noch geht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal, was ist spezielles Date? Kommt da auch irgendwer oder können wir das aussuchen? Das weiß ich gerade gar nicht. Oh wow, da kommen jetzt alle Leute auf der Welt? Das überfordert mich jetzt ein bisschen. Raoul. Genau. Stellt euch vor, jetzt wird er mit Raoul zusammenkommen. Ich würde eigentlich Yuki Bär ganz cool finden, aber ist das, ich glaube, das ist die Mutter von Raouls Kinder. Wen möchten wir denn? Seht ihr irgendwen, der sympathisch aussieht? Ich glaube, ich habe die Jess Maya, finde ich ganz sympathisch. Oder da oben habe ich noch irgendwen gesehen. Die Becca Clark. Ja, ich glaube, er trifft sich mal mit Becca Clark. Sie gehen einfach in dieses Café. Ich glaube, das ist ganz süß. Also, das ist eine Verabredung. Sie ist wirklich süß. Dann werden wir uns jetzt mal freundlich bei ihr vorstellen. Ich hoffe, sie verstehen sich gut. Ich habe ja diesen Mod mit dem ersten Eindruck. Und ich muss sagen, die meisten Sims hassen sich irgendwie. Schaut sie euch. Ah, so, so. Hä? Ach so. Ich habe gerade gedacht, das ist ihre Stimme. Dabei ist es ein Hund. Wow. Okay. Wow, ich habe recht gehabt. Also er findet sie sehr attraktiv und sie sind beide auch noch verantwortungsvoll. Wir werden einmal mit ihr über Träume reden. Dann unterhalten wir uns noch weiter mit ihr. Wir werden Fotos mit ihr teilen. Ich glaube, erzähl dir gleich mal. Ich habe eigentlich schon 3 Kinder. Aber ja, die leben nicht bei mir, weil ich bin ein Arsch und habe die Frau verlassen. Nein, okay, das erzählt er nicht. Gut, dann werden wir von Gitarren-Solo schwärmen. Oh, du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Oh mein Gott, ist das süß. Die verstehen sich voll gut. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Das ist wirklich großartig. Okay, sie fühlt sich unwohl. Das ist natürlich nicht gut, aber ist nicht so schlimm. Sie hat Hunger. Okay. Vielleicht sollten wir was zu essen kaufen. Wir bestellen zum Hieressen ein Croissant und das geben wir ihr. Oh, perfekt. Sie klaut sich da hier ein Stück Kuchen, das am Tisch liegt. Sehr classy. Gut, anscheinend hat sie nicht so viel Geld und deshalb
ist sie ein Stück Kuchen, das hier liegt. Wir werden ihr jetzt einen verrückten Plan vorschlagen und dann müssen wir mal herausfinden, ob sie überhaupt Single ist. Jetzt ist sie wütend. Sagen wir einfach mal, dass wir sie schön finden und irgendwie kann ich sie nicht fragen, ob sie Single ist. Dann führen wir mit ihr noch eine tiefgründige Unterhaltung. Oh, sie mag uns irgendwie nicht mehr. Wir beruhigen sie mal. Die verstehen sich echt gar nicht gut. Das ist irgendwie gar kein gutes Date. Dann sprechen wir über Interessen. Okay, dann erzählen wir ihr einen Witz. Wir werden einen Witz über Professoren machen. Weil, das macht man einfach so. Können wir sie jetzt fragen, ob sie Single ist? Oh, die verstehen sich einfach auch gar nicht. Gut, dann werden wir einfach über Träume reden und uns bei ihr entschuldigen, weil anscheinend hat er was Blödes gemacht, aber ich weiß nicht ganz was. Sie haben jetzt eine neue Stimmung, ich habe Angst. Verletzt? Gabriel fühlt sich von Becker schlecht behandelt und wenn er in der Nähe von Becker ist, wird er an diesen Schmerz erinnert. Das ist nicht das beste erste Date, das ich jemals gesehen habe, aber es ist auch nicht das schlechteste. Und dann möchte er eine tiefgründige Unterhaltung mit ihr führen. Okay, sie ist Single. Sehr gut. Ach, jetzt hasst sie uns schon wieder. So wird das nichts. Die will doch sicher nicht, dass wir mit ihr flirten, oder? Oh Gott, sie möchte eindeutig nicht mit uns flirten. Dann reden wir mal über Interessen. Irgendwie ist das kein gutes Date. So gar nicht. Und jetzt geht sie wütend und stampft hinaus. Leute, wisst ihr was? Wir beenden dieses Date jetzt und gehen nach Hause. Das ist nicht unsere Frau. Ich hätte gesagt, er geht jetzt nach Hause, kümmert sich ein bisschen um den Haushalt und alles. Und morgen starten wir auf ein neues und werden, glaube ich, ein Blind Date machen und schauen, wie das läuft. Oh, er ist ein Romantiker. Und sein Date war so kacke. Das nagt sich an ihn. Wir haben 6 Uhr früh. Heute ist Rauferei in der Nachbarschaft. Alles klar. Und er frühstückt jetzt Eier und Toast. Warum nicht? Irgendwie isst er immer nur Toast. Und er wünscht sich jemanden brüderlich zu umarmen. Oh, ist das süß. Es ist 8 Uhr früh und ich glaube, es ist Zeit für ein Frühstücksdate. Ja. Nicht mehr mit Becker, die mögen wir nicht mehr. Aber vielleicht machen wir einfach ein weibliches Blind Date. Oh, die ist süß. Ist das Yuki Bear? Gehen wir hier hin, in den Central Park. Das ist doch ganz süß für ein Vormittagsdate. Okay. Wer bist du? Bist du Yuki Bear? Nein. Kaori Nishidake. Okay, aber sie ist sehr, sehr süß. Dann stell dich mal freundlich bei ihr vor. Schauen wir mal, was sie voneinander halten. Ist ja ein Blind Date, da weiß man das ja nie so genau. Und? Ja, perfekt. Er findet sie auch sehr attraktiv. Und wir finden, dass sie abenteuerlich ist und sie findet, dass wir verantwortungsvoll sind. Das ist ja sehr, sehr gut. Dann werden wir jetzt hier zusammensitzen und mit ihr sprechen. Wir werden einmal eine neue Erfindung beschreiben. Dann werden wir vom Kochen schwärmen, warum auch nicht. Und über unsere Interessen sprechen. Und dann könnten wir eigentlich mal mit ihr flirten. Und dann werden wir noch jemanden parodieren. Dann nochmal über Träume reden. Mit ihr läuft das Ganze schon viel besser als mit Becker gestern. Dann erzählen wir eine dramatische Geschichte. Oh, die verstehen sich so gut. Das freut mich voll. Oh, Gefühl erhalten. Weißt du was? Es war wundervoll, mit dir Zeit zu verbringen. Wir haben tolle Erinnerungen gesammelt und es werden nicht die letzten sein. Da bin ich mir sicher. Oh mein Gott, ist das süß. Zusammengewachsen durch gute Zeiten. Ich meine, es passiert ein bisschen schnell. Sie kennen sich jetzt seit 3 Stunden. Aber okay. Dann werden wir nochmal flirten mit ihr. Und dann ersten Kuss erleben. Seit wann berühren sich denn die Lippen eigentlich nicht mehr? War das nicht mal anders? Und dann werden wir mit ihr noch Händchen halten. Dann werden wir das Date jetzt beenden. Ich gebe ihr schnell ein Umstyling. Und dann können sie sich ja sonst am Abend nochmal treffen. Oder morgen in der Früh. Ich finde, sie sieht voll hübsch aus und ich finde auch ihren Stil sehr cool. Ich ändere vielleicht nur ein paar Kleinigkeiten. Ja, ich glaube, wir sind fertig mit ihr. Sie ist süß und sie darf, glaube ich, die Freundin von unserem Gabriel werden. Dann werden wir das Date jetzt hier beenden. Gabriel wird nach Hause gehen und wir werden sie später, glaube ich, wieder einladen. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Oder wisst ihr was? Wir schauen mal bei unserer Familie in Hanford und Bagley vorbei. Also wir besuchen jetzt unsere Familie von der 100 Baby Challenge. Warum ist das schon wieder ein Kind? Wer bist du? Wir klopfen jetzt mal an. Leben noch alle? Ich hoffe so komisch hier zu sein, wenn wir sie nicht spielen. Okay. Betsy ist da. 2 Hennen, 1 Hahn. Perfekt. Okay, komm rein. Wen haben wir denn da? Dann unterhalte dich mal mit unserer Daisy. Ist mal wieder alles sehr chaotisch. Hier am Boden steht Essen. Ivy unterhält sich mit dem kleinen Jared. Emma steht einfach da herum. Und Violet
unterhält sich mit der kleinen Rose. Dann geht es, glaube ich, wieder ab nach Hause. Und ich hätte gesagt, heute am Abend laden wir dann einfach nochmal die Frau ein, von der ich den Namen vergessen habe. Kaori. Und ja, dann können sie noch den Abend zusammen ausklingen lassen. Den Geräuschen nach zu urteilen scheinen ganz komische Dinge in deiner Wohnung zu passieren. Hast du etwas dagegen, wenn ich mal nachsehe? Ja? Komische Frau. Dann werden wir jetzt was kochen. Und zwar werden wir ein Abendessen servieren. Er muss jetzt richtig aufkochen, weil immerhin hat er ein Date. Wieso ist ganz oft Mini-Hamburger und ganz oft Hackfleisch-Tamales? Hä? Was ist schon wieder mit meinem Spiel? Egal, er macht Tofu-Tacos, Dinner für zwei. Perfekt. Hä? Oh. Das ist auch was ich so komisch finde. Okay, sie möchte beste Freunde werden. Okay, alles klar. Wir wollten dich sowieso einladen. Aber was machst du hier? Warum kommst du einfach in unser Haus? Das ist nicht cool. Okay, bilden wir mal eine Runde und dann kannst du ja das Abendessen kochen. Können sie gemeinsam Abendessen und den Abend noch ausklingen lassen. Gabriel? Wow, wenn er jetzt die ganze Wohnung abgefackelt hätte und gestorben wäre, das wäre echt ein erfolgreicher Stream gewesen. Gut, dann könnt ihr jetzt zusammen essen, zusammen ein Gericht nehmen und euch noch ein bisschen besser kennenlernen. Gut, dann wirst du jetzt einmal vom Kochen schwärmen und sie einfach fragen, ob ihr das überhaupt schmeckt, was du gekocht hast. Dann kann Gabriel ihr eine dramatische Geschichte erzählen. Und dann werden wir mal ihre Hände küssen. Nein, warum wollen diese Nachbarn immer in meine Wohnung? Ist das die, die vorher da war und gemeint hat, dass komische Töne aus unserer Wohnung kommen? Dann können wir sie einmal küssen und dann wird Gabriel sie einmal gnadenlos kitzeln. Und ich glaube, ich möchte schon, dass sie einzieht. Also nicht, weil ich jetzt unbedingt finde, dass sie jetzt schon einziehen soll, nachdem sie sich einen Tag kennen. Aber einfach, damit wir das ein bisschen beschleunigen können, weil wir ja nicht mehr mit Gabriel spielen werden. Ich wette, du möchtest nicht gestört werden. Ja, möchte ich auch nicht. Sind das für aufdringliche Nachbarn? Stellt euch vor, das wäre in Wirklichkeit so. Dass immer random Leute herkommen, die ihr eigentlich nicht kennt. Und einfach sagen, hey, das riecht voll gut, darf ich mitessen? Und dann können wir sie nochmal küssen. Sind sie schon Techtelmechteln? Ja gut, dann werden die jetzt mal Techtelmechteln. Ich hoffe, sie ist da nicht gleich schwanger. Weil hier im Baby wäre ein bisschen wild. Okay, ich glaube, es geht nicht, weil das Bett an der Wand steht. Könnt ihr hier jetzt Techtelmechteln, Kinder? Ja. Okay, jetzt gehen sie. Sehr gut. Ich möchte herausfinden, ob sie schwanger ist. Ich habe eine Idee. Also zuerst werde ich sie fragen, ob sie Gabriels Freundin sein wird. Dann wird sie einziehen und dann können wir gleich mal schauen, ob sie schwanger ist. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich habe nämlich jetzt auch wieder alle Mods geupdatet und da weiß ich nie so genau, welche Einstellungen jetzt aktiv sind. Also irgendwie bin ich da immer ein bisschen verwirrt. Okay, möchtest du meine Freundin sein, Kaori? Bitten, Freundin zu sein. Ah, sie kann nicht schwanger werden, weil der Haushalt zu groß ist. Okay, na dann ziehst du jetzt mal ein bei uns. Bitten, sich dem Haushalt anzuschließen. Oh, wow, das ist echt eine große Familie. Du kommst zu uns und nimmst 5000 nimmst du mit. Wow, da leben ja nur Kinder und ein Hund. Sie kann da ja nicht weg. Ist das ihr Kind? Wir müssen das Kind mitnehmen. Wir können nicht einfach das Kind da allein lassen. Und wir können aber auch nicht alle Hunde da allein lassen. Wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Wisst ihr was? Rückzug. Okay, sie wohnen in Mount Comeraby. Dann schauen wir da gleich mal vorbei. Mount Comeraby. Wie viele Hunde kann man haben? Isaac, Gracie, Brooke, Lily, Grant, Olive, Nova und Myrtle. Wow. Welchen Hund braucht Ivy? Olive finde ich süß. Grant finde ich auch süß. Lily finde ich auch süß. Brooke? Oh mein Gott, Brooke finde ich auch süß. Ich glaube, ich möchte Brooke. Brooke sieht am süßesten aus. Er ist klug, Jäger und schreckhaft. Finde ich super. Wisst ihr was? Wir geben ihnen einen Hund. Scarlett und Haru bekommen Lily und Gracie. Perfekt. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann gehen wir jetzt nochmal nach San Myshuno. Bearbeiten die Familie, dass wir das Kind erwachsen machen, dass es alleine wohnen kann. Und dann kann sie bei uns einziehen. Wobei andererseits stimmt, wir könnten auch sagen, dass die Wohnung jetzt mal leer bleibt. Und dass hier später vielleicht mal Violet einzieht. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Gabriel, du ziehst jetzt zu ihnen. Komm. Ist das eigentlich ihr Kind? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Muss ich auch schnell nachschauen. Ja, das ist ihr Kind. Und er hat einen Vater. Hugo, okay. Gabriel zieht zu uns. Bitten, sich dem Haushalt anzuschließen. Perfekt. Dann wohnen die jetzt. Gesamte Einrichtung werden wir nicht verkaufen, denn wir möchten ja, dass Violet dort wohnt. Wait, sie wünscht sich mit sich selbst flirten, weil unberechenbar ist. Wie kann man mit sich selbst flirten? Oh wow, mit sich selbst flirten. Alles klar. Gut, also die wohnen jetzt zusammen.
Das ist ja schön. Ich schaue schnell, wie sie wohnen und dann werden wir aufhören. Ich finde es jetzt auch irgendwie ironisch, dass er in Montgomery wohnt, weil da kommt ja immer her eigentlich. Und da haben sich die beiden ja auch kennengelernt und jetzt wohnt er eigentlich da, wo sie aufgewachsen ist. Finde ich irgendwie seltsam. Oh wow. Und das ist jetzt die große Familie. Und hier steht gleich Lilith Watore. Das lieben wir. Also Kaori, dann Marcel ist ihr Kind und dann haben wir jede Menge Hunde. Und das ist das Haus. Das Haus sieht irgendwie voll ähnlich aus wie das Haus von Emmas Eltern. Also wirklich, wirklich ähnlich. Ich muss da jetzt noch Sachen für die Tiere schnell kaufen und dann sind wir fertig. Wobei, nein, dann möchte ich noch, dass sie einmal techtelmechteln. Ich gebe da mal ein paar Näpfe rund ums Haus hin. Ich habe mal gehört, dass Hunde nicht gerne ihren Napf teilen. Aber ich kenne mich nicht so aus mit Tieren, deswegen weiß ich das nicht. Aber ich platziere das mal überall und dann brauchen wir noch ein paar Betten. Hier geben wir eins hin und hier geben wir eins hin und dann hier. Wir werden hier ohnehin nicht spielen, deshalb ist das nicht so schlimm. Versuchen, schwanger zu werden. Das machen wir jetzt. Oh, ich glaube, ich möchte vorher noch was ändern. Ich möchte nämlich, dass Gabriel sich jetzt über dieses Kind freut. Präferenz bezüglich Kinder, möchte Kinder bekommen. Warum können die nicht in Betten techtelmechteln? Was ist das? Oh, weil das Kind da gerade reingeht. Gut, dann gehen wir in dieses Bett. Ist sie schwanger? Ja, perfekt. Kaori ist schwanger. Sehr, sehr gut. Und das war es jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald.